Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen heute State of Decay. Dies ist das Anfangstutorial, denn später wird noch Mathilde dazu stoßen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal durch den Anfangsbereich. Und dann kann man im Multiplayer auch auf andere, oder kann man den Freunden dann helfen. So. Wir haben ja ein Geschwisterpärchen, das ist gerade flüchtet. Mal gucken, was mit dem passieren wird. Wow, check this shit out. The Muerto's got no skin. We need to go, like now. That gate won't last long. I told you we were better off on our own. Laufen wir erstmal. Wir lernen erstmal sprinten, es ist ein Tutorial. Nichts Besonderes. Und ich habe den ersten. Zack, mach einen auf die Nase. Zack, zack. Noch einen auf die Nase und schon ist die Waffe im Arsch. How did they get inside? Maybe that's why there's nobody here. What the hell? Where'd everybody go? Looks like they left in a hurry too. Okay, Verbände sind auf Q. Schön zu wissen. Dass sie halt ja, richtig benutzt werden. Testen wir es gerade mal einmal. Boah. Kann er in der Zeit halt nicht kämpfen, ist er wohl irgendwo. So. Gegangen. Dann haben wir den alten Schraubendreher. Der irgendwie zurzeit besser ist als der Baseballschläger. Tüte mit Snacks. Look around. We should try to find you a better weapon. Schön. Da braucht man stabiles Schuhwerk. Wenn man in so einen Schädel tritt. Wieder eine Tüte mit Snacks. Optional, finde eine neue Waffe. This is officially the shittiest refugee camp I've ever seen. Vorrangig, weil. Yo, keep it together. Mit dem Schraubendreher kann man ja kaum was machen. Ah, neue Waffe. Gehen wir ins Menü. Sagen ausrüsten. Ja, wir haben einen Packsack. Achso, das wird der Rucksack sein. Fernkampfwaffe, das ist wahrscheinlich die Nahkampfwaffe. Das ist eine andere Waffe. Man hat also 4 Waffenslots, wenn ich es richtig verstehe. Das finde ich, glaube ich, irgendwie doof, weil ich glaube, im ersten Teil hatte ich immer so 2 Nahkampfwaffen dabei. Naja. Vielleicht geht das ja, oder ist von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Wer weiß. Hey, check out these notes. You know, I'd write one for you if you got lost. Why am I the one who's gonna get lost? Okay, you can write one for me then. Damn. Whatever. Thanks for fantasizing about me going MIA. Viele Zettel, auf denen nichts draufsteht, aber man kann nichts lesen. So, wir haben einen Eid geschworen, diese Menschen zu beschützen. Wir dürfen sie in Zeiten der Not nicht im Stich lassen. Schließt euch uns an, rettet unsere Nation. Na gut, machen wir doch. Jetzt haben wir ja gleich jede Menge auf uns gehetzt.
Das ist mein Schuh. Das ist mein Schuh. Okay. Noch mehr Verbände. Juhu. Ich hätte gerne Knarre. Dringe tiefer in das verlassene Lager ein, um noch mehr, um nach vorhin zu gehen. Hell is this place? The last stand for bureaucracy? Taschenlampe, sieht echt schön aus hier. Achso, man kann die Tür hinter sich schließen. Ach, lassen wir offen. Locked up. Okay, halt mal durch, ich schließ doch mal die Tür. Lass meine Schwester in Ruhe, du elender Bastard. Just let them work though, we saw outside the gate. Ah, damn it! It bit me. I hate that. Tja. We both had worse. Ist ja klar, sie wurde gebissen. Dann ist sie infiziert. Und dann haben wir demnächst eine Schwester weniger. Achso, die hätten wir auch langlaufen können. Tot, tot. Jetzt hier eine Shotgun, irgendwas zum Schießen. Eine Notiz, Richtlinie für Bürger, oh Gott. Achso, das sind so allgemeine Richtlinien zum Bauen. This place had more rules in fucking high school. Achso, das war ein Lager und das waren die Richtlinien dazu. I'm sorry. I'll be faster next time. Hat denen ja nicht geholfen. Dios mio. The fuck is all this? Zu viel Tote. Der hängt ab hier. Und die Raben freuen sich. Oh, da kriegt was. Nee, doch. Voll, soll ich gerade hinrichten. That shit is nasty. Ach, da war ich tot. I feel like I'm burning up. Seriously, this is bad. I'm out of meds, but I'll find you something. Don't worry. So, jetzt haben wir die Machete ausgerüstet, machen die Taschenlampe mal aus. Ah, hier gibt's auch noch was. Und die Verbände. But I won't do anything for that fever. Oh, hier ist schwindelig. It's not a bad idea. Gut, dann suchen wir Medikamente. Medikamente und wir müssen tiefer ins Lager vordringen. Didn't we just leave this party? Au! Schleichen. We can make it. Just keep quiet. Ja, warum stehst du wieder auf, Junge? Schleich. Anschleichen und töten mit einem Schraubendreher, das geht. Was mich interessieren würde, ist es ein Schlitzschraubendreher oder ein Kreuzschlitzschraubendreher oder ein Tox-Schraubendreher? Ich kriege ihn auch von hinten. Oder auch nicht. Ah, ein Falscher.
Und der ist tot. Get to the ladder! Come on, let's go, let's go! Wait, what are you doing here? The last evac trucks left days ago. My girl heard the army ran these camps. Where is everybody? Orders came in to close these camps down and move on. No more army, my man. Not here. Just a few of us dumb enough to stay behind. Only me and the doc survived. Hey, not an exaggeration. My brain is on fire. Oh, shit! Tell me what bit her. Was this real nasty fucker? All covered in blood? What's wrong? This is bad. Real bad. You need serious help. The doc should still be down at the S&B. Okay. Tell her I sent you. Suche den Doc im Restaurant. Komm ich hier runter? Ah, nettes. Ich glaube, das Einzige, was wir für ihn noch tun können, ist eine Kugel in den Kopf. Ah, ja. Hallo, meine Fans. Hallo, bist du der Arzt? Where did you two come from? I thought civilians had been gone for days. Wie sollst du hier sein? Bist du ein Arzt? Der Soldat dort hat uns zu dir geschickt. Still trying to be. Was your friend bitten? That's my girl. Was a zombie with blood on the outside. I'm so sorry. You should come with me. Oh God. That's what bit me, one of those things. It's called blood plague. It's very contagious and it doesn't take long to do its job. What do you mean? That's gonna happen to me? Not as long as I'm around. Hey, I could use your help. Take your flashlight, go in there and look for a sample case. I need you to bring it to me. Aha, Materialkoffer. Before I lost my team, we were learning all we could about blood plague. We developed a cure, but it only works if you use it soon after infection. The army took our lab when they left, but they didn't get everything. Schlechtes Gefühl. Okay. Did you find it? No cure? Not good. I'll need an infirmary to culture a new dose. Hey Doc, it's checkout time. Was zur Fucking Züchtigen Zeds are swarming the perimeter. Plague zombies too. I know you want to save Amari, but it's time for us to bounce. Amari's the reason we have a treatment. Exactly. Don't let that legacy die here. Other survivors are gonna need your help. Like her. Okay. But I can't just leave. Not like this. Do what you need to. But make it fast. I'm sorry to ask this, but I need your help. I'm going to save your girlfriend if I can. Because no one deserves what happened to Amari. But I don't have the strength to end things. Ja, und so, Mission. Bitte nimm diese Waffe. Bring zu Ende, wozu ich nicht fähig bin. Und nimm noch die Waffe. Dann die Waffe ausrüsten. So, wie kommen wir schnell in unsere Waffe? Okay. Einzelschuss? Naja. Pardon me. May God watch over you. Gut, 9 Schuss haben wir noch. Ist hier noch irgendwas? Nicht so aus. Blink nix.
I know I have a hard time letting people take care of me. For what it's worth, I'm glad we're together. Don't worry. I ain't doing the apocalypse without you. Thank you for doing what I couldn't. We gotta decide something before we go. Eine Entscheidung treffen, die wäre. Sprich mit Bird über euer Ziel. Nee. Du warst Bird. So. Wir müssen einen Ort finden, an dem wir uns niederlassen können. Es gibt hier in der Nähe drei Städte. Eine ober im Vorgebirge, eine draußen auf dem Plateau und die letzte liegt unten im Tal. Burge klingt ja eigentlich auch interessant. Ich glaube, das ist egal, wo man ist. Denn ich nehme das Gebirge. Einverstanden. I'm riding shotgun. I hope your driving is good. So. Einsteigen, losfahren. So, wie war das? No more army, huh? Achso, ich kann gar nicht steuern. How do we survive now? Hey, come on. As long as we're together, we can make it through anything. Ja, das war jetzt so der Anfang State of Decay 2. Scheiße, dass ich schon mal nicht zusammen anfangen kann. Dass jeder Mitspieler das einmal durchspielen muss. Du weißt nicht, was du als nächstes tun sollst. Oh, und weg ist es. Erstelle Sitzung. Ah. Jetzt kommt hier was, was ihr, glaube ich, nicht sehen sollt. Damn, we're out of gas. Was ist das? Scavenging. More fuel won't help us now. The way that blood plague is progressing, your friend won't last long without a place to rest. Oh, I've literally never felt worse in my life. We have to find a place to settle down. Now. For once, the army and I agree. It's time to get off the road and find a home. Home. Someplace we can build what we need to keep your friend from dying. Mm-hmm. I saw a decent home site right before we ran out of gas. Sounds like a plan. We shouldn't stay out here for long. Ah, es ist eine jetzt der drei Maps, okay. Bevölkerung 4. Ja. I gotta get me a doctor before I need a priest. Ich brauche einen Arzt, bevor ich einen Priester brauche. Tja, ich habe auch keine Medizin. Der Doc weiß, was sie tut. Du wirst schon wieder. I hear you. So, ich laufe jetzt hier quasi alleine. Kann man jetzt irgendwie. Ah, jetzt kann ich einem Kumpel eine Einladung senden. Wenn ich Freunde habe. Wenn er es sieht oder findet. So, Einladung ist gesendet. Listen, take a seat. Relax. Leave this place to me.
ist schon mal nichts. I'm sure glad I worked so hard to improve my credit rating. Gucken wir uns das oben dann nochmal an. Gut. Coole Enthauptung. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt nicht die beste. Keep it coming. Was? Can't carry that. Can't carry that. Ach du Scheiße, ich kann nur eine bestimmte Anzahl von Gegenständen mitnehmen. Better than nothing. Ja. So, da müssen wir uns erstmal, brauchen wir gar nicht rumgucken. Dann erstmal schön weiterlaufen. Ne, ich habe noch keine Basis, aber ich habe dir eine Einladung zukommen lassen. Bei dir nicht aufgeblinkt? It's a shame nobody really built anything to last, you know. Ach, kein Sprit mehr. Ah, müssen wir echt zu Fuß laufen? Heads up, zombie. Ey, wenn ich jetzt schon voll bin, dann brauche ich da gar nicht da reingucken. Ja, du hast wahrscheinlich das auch schon bekommen. Klar. Einlad uns wieder raus. Ja, vielleicht muss ich erstmal zu der scheiß Basis da. He got dead all around us. Hoffen wir mal schneller. Damn, that could be a solid home. Once we clear out the zombies, we can get a closer look. Wir haben Ausdauer zugefunden. Them while they're down. How many times do you think people have lived here? Don't think about that shit. It'll just fuck you up. Durchsuchen, bla bla bla, haben wir die Karte markiert. Zusätzlich musst du alle Zombies an den Standort töten, okay. Sobald du das gesichert hast, wird vorübergehend eine Zone daraus, in der keine neuen Zombies erscheinen. Das ist so nett. Das heißt, die spawnen nach und nach wieder Zombies in Gebäuden. Das ist Kacke. Oder? So, Kämpfen auch wieder aufgestiegen. Thank you.
to have a moment of... This place looks good to me. Time to stake our claim and move in before someone else shows up. Hey, Doc. We found a spot that should work well as our new home base. Nice work. Once you claim the site, my patient and I will meet you there. Oh. Jetzt habe ich das Gespräch. To build an infirmary. That will let me treat this illness and eventually make the cure. Unfortunately, we don't have all the resources we need to build it. Ja, ich brauche erstmal eine Kiste irgendwie. Ja? Schließfach. Kann ich jetzt dann Sachen rüberschieben? Weil unser Rucksack hat ja nur 6 Fächer. So. Und irgendwer klopft schon wieder an unser Gebiet. Ey, die kommen aber schnell durch. I will kill you! Mach doch mal die Türen zu. Ei, oh mei. So. Wir haben eine Heimatbasis. Das Intro gespielt. Ich mache erstmal einen Break. Weil mich nervt, dass gerade mein... dass die Mathilde nicht dazukommen kann. Das gucken wir uns jetzt mal erstmal an und danach geht's weiter. Wenn es euch gefallen hat, ja, lasst ein Like da oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.